Das sollten also die Wonnen der Ehe sein. Aber nein, sie wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Und nächsten Abend verduftete sie sich wieder, zog wieder ihr seidenes Nachtgewand an, legte sich ins Bett und wartete auf ihren Gatten. Doch er erschien nicht. Auch am nächsten Abend nicht. Und auch die weiteren Abende nicht. Ja, erst nach 4 Wochen besuchte der Don seine Frau wieder in ihrer Kemenate. Und es war ein ähnliches Erlebnis wie in der Hochzeitsnacht. Und so ging es nun immer zu. Alle 4 Wochen besuchte der Don und es änderte sich nichts. Julietta haderte sehr mit ihrer Schwester und sie war tief unglücklich. Nur eine einzige Freude hatte sie und das war ihre junge Leibmagd. Ihr Gatte, der Don, hatte sie gleich am nächsten Tag nach ihrer Hochzeit für sie eingestellt. Und hingebungsvoll und fürsorglich kümmerte sie sich um alle Belange, die die Donna persönlich betraf. Ja, es schien sogar, als könnte sie ja förmlich die Wünsche von den Augen ablesen. Und nun so gingen die Tage fort. Eines Abends, es war bitterkalter Winter, da hörte die Donna, wie die Zähne der Magd, die in ihrem Zimmer am Boden schlief, aufeinander schlugen. Vor Kälte. Und auch sie selbst fror etwas in ihrem großen, einsamen Bett. Und so befahl sie der Magd, zu ihr ins Bett zu steigen, um sie zu wärmen. Nun, es geschah, was geschehen musste. Das wahre Wesen der Magd ließ sich nicht länger verbergen und die Gegenwehr der Donna war nur von kurzer Dauer. Endlich, endlich wurde auch sie geliebt, wie eine Frau geliebt werden möchte. Endlich wurde sie in den Arm genommen, wurde ihr ins Ohr geflüstert. Die Magd Andrea küsste sie an Stellen, die Giulietta nicht einmal mit Namen nennen konnte. Und sie war glücklich. Und so ging es fort. Tagsüber waren die beiden die Donna und ihre Magd. Und des Nachts wurden sie zu Mann und Frau. Eines Tages musste Giulietta verreisen. Eine ihrer Schwestern lag im Kindbett und brauchte Hilfe. Die Magd konnte nicht mitreisen. Sie war etwas unpässlich. Sei es, dass tatsächlich eine Krankheit im Anflug war oder sei es durch die nächtliche Beanspruchung, die Magd blieb zu Hause und Giulietta reiste allein. Die Magd verrichtete also ihre Arbeit in der Küche und legte sich dann auf den seitlichen Strohhaufen ein wenig zu ruhen. Just an diesem Tag juckte es jedoch den Don in der Hose. Seine Frau war nicht da, aber ihre junge Magd, die er schon länger ein Auge geworfen hat. Der Don also auf 10 Spitzen schlich in die Küche, fasste den Saum ihres Rockes und riss ihn mit einem großen Schwung hoch. Doch was er dort sah, er konnte seinen Augen nicht trauen. Er wollte schon ein Messer ziehen und den Betrüger den Garaus machen, als Andrea erwachte, den Don über sich gebeugt. Oh, oh, oh Don, oh bitte, oh, tut mir nichts. Ihr wisst ja nicht, wie ich leide. Seitdem ich in eurem Haus bin, wächst dieses Ding zwischen meinen Beinen. Ich kann nichts dafür. Ich gehe in jeden Gottesdienst, 3-mal in der Woche gehe ich beichten. Und doch straft mich Gott mit dieser Krankheit. Von Woche zu Woche wird es größer und hässlicher. Ich kann es kaum mehr vor dem anderen Gesinde verbergen. Oh, vielleicht ist es besser, ihr erlöst mich, Don. Nur bitte, wahrt mein Geheimnis, ich bitte euch. Und weil die Magd so herzerweichend schluchzte, rührte sie
Das Herz des Doms. Eine Krankheit, sagst du? Nun gut, ich kenne einen Medikus, ein guter Freund von mir. Gleich morgen werde ich ihn aufsuchen und ihm von deiner Krankheit erzählen. Und so geschah es. Am nächsten Morgen ging der Don zu seinem guten Freund, dem Medikus Fabrizio. Und er schilderte ihm in allen Einzelheiten, was er gesehen hatte. Fabrizio hob sogleich beschwichtigend die Hände. Ah, mein lieber Don Augusto, gut, dass du gleich zu mir gekommen bist. Ich glaube, ich bin der einzige Medikus weit und breit, der dieses Phänomen kennt. Es ist nur in einem einzigen alten Buch beschrieben. Und ich kann dir sagen, Don Augusto, dein Haus ist gesegnet. Ist es nicht so, dass seitdem die Magd im Haus ist, dir die Geschäfte leicht von der Hand gehen? Ist es nicht auch so, dass deine Frau von Tag zu Tag schöner wird und wohlauf ist? Nur die tugendsamsten und eiligsten Frauen widerfährt so etwas. Oh, ich bin mir sicher. Es wird nicht mehr lange dauern und du wirst ein Papa. Du wirst eine kleine Bambino in den Arm halten. Ja, bestimmt. Ein Nachfolger, ein Erbe wird dir beschert werden. Nur eines, Don Augusto. Wenn du nicht mit dieser Person unter eine Dache leben willst, überlasse sie bitte nur mir. Leute, die nicht um diesen Umstand wissen, können nicht richtig umgehen mit einer solchen gesegneten Frau. Ansonsten, du musst Stillschweigen bewahren über das Geheimnis. Ja? Der Don hörte ernsthaft den Worten Fabrizius zu. Und ja, es stimmte alles, was er sagte. Er wollte die Magd behalten. Eine Woche später kam die Donna zurück von ihrer Reise und alles ging weiter wie bisher. Und nach 5 Monaten schenkte tatsächlich Giulietta einem strammen Knaben das Leben. Das Glück und die Freude im Haus war unvorstellbar groß. Und aus diesem Grund schenkte der Don jedem Dienstboten einen Golddublon. Und Andrea, die Magd, bekam 2.